Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir müssen jetzt einmal zurück nach zur Kaiserstadt. Eigentlich ein Ort, den wir sehr selten besuchen, komischerweise. Wir sind öfters in den anderen Städten als in der Kaiserstadt. Seid gegrüßt, Nord. Hallo, ich wollte mich mal bewegen. So, ja, bewegen wir uns mal zur Kaiserstadt. Obwohl, wenn wir hier eh in der Nähe sind, können wir düster durch einen Albtraum. Hyacine, die Hyacine-Quest mal aktivieren. Ist ja nicht weit von hier, oder? Ist ja noch... Genau, hier. Hier muss dann das Einhorn sein für Hyacine. Können wir das ja mitten auf dem Weg machen? Hatten wir ja in der letzten Folge angenommen. Weil wir auch durch Zufall einfach einen Bären und einen Wolf mitgebracht hatten und die Anbeter dort uns geholfen haben, die loszuwerden. Hier ist noch ein Oblivion-Tor. Wie viele Oblivion-Tore gibt es denn hier jetzt? Ernsthaft? Es sind echt viele. So, wie nah muss ich dran sein, damit er jetzt erkannt wird? So. Da haben wir noch einen Wolf. Na toll, hier stecke ich fest, ernsthaft? Ich glaube, unser Pferd hält nicht mehr viel aus. So, jetzt ist die Frage, das Einhorn, können wir den... Da ist es. Können wir den überhaupt töten? Angriff zeigt keine Wirkung. Hat hier einfach einen Berglöwen umgelegt. Haben wir eine Waffe, die dazu in der Lage ist? Das hier? Autsch. Wir haben Einhorn getötet. Horn eines Einhorns. Ich habe das Einhorn getötet und sein Horn geborgen. Ich soll zum Schrein von Hyacine zurückkehren. Nein! Ich bin ein Monster. So, aber dann wollen wir mal wieder auf das Schwert hier. Dingsen. Wie sieht das nämlich hier? Hier war das, ne? Fehlt nicht mehr viel für die, dass wir alles reparieren können. So, wie sieht's jetzt aus? Ah, noch ein kleines bisschen. Irgendwas müssen wir noch kaputt machen. Und dann können wir verzauberte Sachen reparieren. Hyacine, ich erbringe euch den Horn als Einhorn. Ja, Jäger, reicht euer Opfer dar. Habt ihr das Fleisch gekostet und das Blut getrunken? Ihr solltet nichts der erlegten Beute verschwenden. Ihr gefällt mir, Jäger. Nehmt mein Zeichen und tragt es in Ehren. Dann nehmt eure Beute und flüstert meinen Namen. Horn eines Einhorns entfernt, Haut des Erretters hinzu. Hyacine war von meinem Geschick bei der Einhornjagd beeindruckt.
Er belohnte mich mit der Haut des Erretters. Die Haut des Erretters? Warte mal. Nicht hier. Haut des Erretters. Warte mal. Das gibt 13. Schutz. Das ist aber nur 4. Bleib ich lieber dabei. Aber dann haben wir das Ding schon mal. Den zweiten dädrischen Artefakt haben wir jetzt. Warte mal, jetzt brauchen wir wieder die aktive Quest, die Bravi-Empfehlung. Wir müssen dafür zur Kaiserstadt. Nach Norden. So, da vorne haben wir wieder die Straße. Weißt du was? Also, hier Sina haben wir auch schon mal, dann fertig. Wohl, warte mal. Für wen hatten wir das Löwenfell gebraucht? Wir haben ja Löwenfell bei uns. Miridia, Namira. Eine verratene Bruderschaft. Rad und Lirian, ein Bewohner Brumas, in Wahrheit ein Vampir gewesen. Ah, okay. Klavikos Wiele. Jemand sagte mir, dass zur Beschwörung des Erretters eine Abgabe von 500 Goldstücken am Schrein wahrgebracht werden müssen. Wo ist Klavikus? Er ist ja nicht weit. Da haben wir noch eine Nierenwurz. 31 haben wir jetzt. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht unterwegs nochmal angegriffen. Obwohl, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. So. 500 Gold haben wir auf jeden Fall. Oder haben wir die? Haben wir. Also können wir das mit Klavikus ja auch fertig machen. Pelztor. Das Einhorn tut mir aber leid. Aber es hat mich angegriffen. Es hatte mich ja schon mal angegriffen. Ja, der hat es auf mich abgesehen gleich. Was war das hier für ein Effekt? Freitags der Stromspannung. Aber es ist unter 1000 wert, also nehmen wir nicht mit. So. Die langen Tage und Nächte am Amboss haben eure Haut gegerbt und eure Arme gestärkt. Ihr seid nun Waffenschmiedegeselle. Mit Reparaturhämmern könnt ihr nun Waffen und Rüstung vollständig ausbessern, auch wenn sie magisch sind. Endlich! Wir können alles ausbessern jetzt. Ab jetzt können wir auch die Sachen endlich verzaubern. So, jetzt muss ich aber kurz hier auf dem Map schauen. Klavikus muss gleich da vorne irgendwo sein.
Oh, naja. Hat ein Deadlock gespawnt. In die Richtung. So, einen Moment. Ich bin sofort wieder da. So, sorry, da bin ich wieder. So, da ist schon der Schrein von Hyacine. Ne, Klapke Spiele. Nicht Hyacine. Hyacine waren wir ja gerade. So. Ich musste eben kurz auf eine Nachricht antworten, was wichtig war. Aber jetzt machen wir mal für Clavicus Wiele. Den hatten wir ja seit Redguard. Hatten wir eine spezielle Quest mit ihm. Ich glaube, er war auch der Erste. Nee, nicht der Erste. So, aber warte mal. Clavicus Wiele verlangt, dass ein mächtigerer Champion diese Mission mit. Ah, okay, daran hat es gelegen. Wie mächtig muss ich denn sein? Wie mächtig muss ich dafür denn sein? Ja gut, dann würde ich sagen, Bravi-Empfehlung, warum war Möri hat zugegeben, Adalinas Stab genommen zu haben? Er hat ihn jedoch an einen Freund in der Kaiserschaft verkauft. Ich muss Kut-ID... Achso, ich muss zuerst Kut-ID diese Nachricht überbringen. Ich mache schnell eine Reise dafür. Kutai. Euer Pferd befindet sich in einem Stall außerhalb des Stadttors. So, Kutai. Ist oben wahrscheinlich. Aus dem Weg! Wo muss ich hin? Ach, die ist noch in dem Gebäude. Okay. Nicht in der Magiergilde. Da war ja was. Ihr schon mit Varon Vamuri sprechen können? Ja. Das sollte gar nicht schwierig sein, wenn ihr diese Schriftrolle benutzt. Ja, Varon Vamuri. Er hat ihn verkauft, was? Tja, das wird ja immer schlimmer. Nun gut. Ich nehme an, er hat eine Andeutung dazu gemacht, wo der Stab jetzt ist. Nehmt dies und findet eine Lösung für die Situation. Und behaltet dies bitte für euch. Kann es sein, dass sie mit Gulum-Ei verwandt ist? Holt diesen Stab zurück, Schüler! Ja. Wir sind auf dem Weg. So, von hier aus dann. Kaiserstadt, Talos-Bezirk, ja. Ob Gulum-Ei ihr... Grüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Ob Gulum-Ei dann ihr Nachfahre ist? Hallo? Was? Mir sind schreckliche Erzählungen zu Ohren gekommen, wonach sich überall in Cyrodiil Oblivion-Tore auftun. Ich hoffe, das sind nur Fantasiegeschichten. Oh, nein. Absolut nicht. Die Stiefel des Kreuzritters wurden einem würdigen Ritter gegeben, wie ich höre. Er muss sehr tapfer gewesen sein. Oh. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Ich möchte nicht darüber sprechen. Wiedersehen. Es ist... Was kann ich für euch tun, Ritter? Ja, ich möchte den Zauberstab abkaufen. So sehr ich euch mag, Freund. Ich bin einfach nicht bereit, diesen Stab wegzugeben. Das ist nicht persönlich gemeint.
Aber ich möchte ihn haben. So sehr ich euch mag, Freund, ich bin einfach nicht bereit, diesen Stab wegzugeben. Das ist nicht persönlich gemeint. Ich bin ganz Ohr. Sehr schön gemacht. Ihr seid jedes kleine bisschen hilft. So, und jetzt? Hör zu, ich kann ihn euch nicht einfach geben. Schließlich habe ich dafür viel Geld gezahlt. Ich hab dir doch gerade Geld gegeben. Ich sage euch etwas. Gebt mir wenigstens einen Teil des Geldes, das ich gezahlt habe. Sagen wir mal 200 Goldstücke, dann gebe ich euch den Stab. Das ist doch ein gutes Angebot, oder? Ich würde das nicht jedem anbieten, wisst ihr? Also, was sagt ihr dazu? Komm, okay, es gilt, wir haben doch Geld. Dann nehme ich das Geld einfach von euch. Und hier ist euer Stab. Und jetzt, da unser Geschäft abgeschlossen ist, entschuldigt mich bitte. Schönen Tag. So, 200 Gold entfernt. Ja, dafür reisen wir auch wieder zurück. Per Schnellreise. So. Hören wir uns das einmal an. Unser Pferd befindet sich draußen in einem Stall. So, können wir danach ihre Aufgabe auch noch erfüllen? Ein Meister der leichten Rüstung. Und, Kudai? Habt ihr den Magierstab, Schüler? Ja. Ich hab den Zauberstab. Ah, wunderbar. Es wird mir eine große Freude sein, dies seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Habt Dank. Ihr müsst mir nicht die Details darüber erzählen, wie ihr ihn bekommen habt. Vielleicht ist es besser, wenn ich darüber nichts weiß. Ich habe ihn nur bestochen. Für die Gilde rechtfertigen eine Empfehlung absolut. Ich werde sie sofort an die Universität schicken. Und als etwas persönlicheren Dank lehre ich euch diesen Zauber. Ihr werdet ihn in gewissen Umständen vielleicht nützlich finden. Okay, Quest beendet. Bravil-Empfehlung. Ergreifen zur Zauberspruchliste des Spielers zu gucken. Magierstab entfernt. So, aber wie sieht's jetzt mit ihm aus? Ihr müsst dort sehr vorsichtig sein. Es sollte Hinantiers Übungsplatz werden. Also wer weiß, was euch dort erwartet. So, seht aber euch bei eurer Reise vor. Die geheimen Winkel des Verstandes können finstern. Untergang der Sonne. Wie lange muss ich pennen? Muss ich so machen? Muss ich da... ich weiß jetzt nicht, wie ich an die Kette kommen soll. Oder wo die Kette ist. Sie hat es mir ja nicht gegeben. Auch nicht. Hinantier stöhnt und rührt sich im Schlaf, wacht aber nicht auf. Hinantier sinkt in einen noch tieferen Schlaf. Hinantier zappelt und stöhnt im Schlaf, wird aber nicht wach. Wie komme ich an seinen Dings? Amulette Befragung. Muss ich die Kette hier dafür ausziehen? Seid ihr bereit, die Traumwelt zu betreten? Ah, okay. Ja, ich bin bereit. Bitte legt euch hier in das zweite Bett. Es könnte nicht funktionieren, wenn ihr zu weit von ihm entfernt liegt. Ich werde über euch beide wachen und euch beschützen. Okay. Oh je, fast hätte ich etwas vergessen. Hinantier meinte einst, dass, sollte er in seinen Träumen sterben, auch jeder andere darin umkommen würde. Seht euch also vor. Jetzt ist Zeit für ein Nickerchen. Warum wird Amulett hinzugefügt? Ich könnte euch... Machen wir mal so. Ich habe Hinantiers Traumwelt betreten. Zu meiner Überraschung sind wir dort nackt angekommen. Mein gesamter Besitz ist verschwunden. Ich muss diesen merkwürdigen Ort nach etwas durchsuchen, mit dem ich mich verteidigen kann. Meine Güte, ihr habt mich erschreckt. Seid ihr real?
Ich habe mich verlaufen. Dieser Ort wirkt so vertraut. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Könnt ihr mir helfen? Das ist die Traumwelt. Dieser Ort ist so merkwürdig. Traumwelt, sagt ihr? Ja. Wohl mehr ein Albtraum. Ich mag diesen Ort überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht hier sein sollte. Hier muss es doch irgendwo einen Ausgang geben. Ich sollte diesen Ort erkunden, aber ich fürchte, dass mir dazu der Mut fehlt. Gebt mir irgendwas. Könnte ich so nachlässig sein? Was ist mit mir los? Ich weiß, dass ich etwas verloren habe. Ja, das ist es. Ich habe in diesem merkwürdigen Ort viele Dinge verloren. Könntet ihr mir bitte helfen? Düster durch einen Albtraum. Müssen wir aktiv schalten, oder? Ist jetzt gerade nicht aktiv. Doch, ist aktiv. Schön. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwie Rüstung bekommen oder sowas. Portal zu Prüfung der Wahrnehmung. Waffenhandbuch, Steinkrug. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Ich brauche hier irgendwas. Portal zur Prüfung des Mutes. Portal zur Prüfung der Entschlossenheit. Muss doch hier irgendwas geben, womit ich mich verteidigen kann, oder? Entschlossenheit. Mut. Wir müssen von die... Habt ihr schon einen Fluchtweg gefunden? Wir müssen fliehen. Ja, ich wollte jetzt daran. Grüne sein, rostfarbene Filzschuhe. Rostfarbene Kleidung. Ich ziehe ihm erstmal irgendwas an. Oder warte mal, ich pack das wieder weg. Nimm das. Oder? Ja, sieht besser aus. Der Wahrnehmung. Gehen wir erstmal zur Wahrnehmung. Eine Fackel. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen muss. Autsch. Ich bin momentan schweigsam. Autsch. Da haben wir wieder eine Falle. Da sind noch mehr Felsen. So. Element der Wahrnehmung. Ich habe das Element der Zwietracht gefunden. Dies könnte genau das Richtige sein. Um Hinantir davon zu überzeugen, dass er sich immer noch in seinen eigenen Träumen befindet. Ich sollte zur Bekräftigung meiner Theorie nach weiteren Elementen suchen. Wir
Wir müssen von diesem Ort fliehen. Wahrnehmung ist jetzt unmöglich. Okay, Geduld. Hier bin ich schweigsam. Wenn ich wieder zurückgehe, was ich nicht mehr kann. Obwohl doch, könnte ich rein theoretisch. Upsi. Okay, habe ich an. Gehen wir nochmal rein. Meine Güte, ja. Ich habe mich... Dieser Himmel. Ich... So. Tintenfass, Kristallkugel. Eine Wahrnehmung. Ja. Wir ziehen hier erstmal alles nackig durch. Wir ziehen hier jetzt erstmal alles nackig durch. Mein, ich habe mich. Diese Ort. Ich. So, Wahrnehmung nochmal. Die Fackel, die brauchen wir. So. Da ist die Falle. So. Wahrnehmung ist schnell genug. Das mit der Geduld machen wir später. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Warte mal, ist in der Kiste was? Eine Schere zum Tasse. Der Geduld, Prüfung der Geduld. Verstehe ich halt nicht. Des Mutes. Speicher vielleicht einmal, dann brauchen wir nicht den ganzen Weg von uns nochmal neu machen. Des Meeres. Hier ist immer eine Sache, die man gebrauchen kann. Noch einmal. Eins. Ui. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Warte. Unterwasseratmung für 30 Sekunden. So. Element des Mutes. Ich habe das Element der Grausamkeit gefunden. Das zweite Element in Henantiers Traumwelt. Ich sollte nach weiteren Elementen suchen. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Das mit der Geduld wird etwas schwieriger werden. Entschlossenheit. Ich speichere einmal. Was kriegen wir hier? Dolch der Flammen?
Streitaxt des Blitzes. Alles aus Ebenerz. Der Helm fehlt uns. Den müssen wir auf jeden Fall irgendwie rüberkriegen. Hier müssen wir wahrscheinlich gegen irgendwas kämpfen. Minotauren, okay. Sind das nur die beiden? Momentan schweigsam. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube, hier kann ich nichts mitnehmen. Ich habe das Element der Angst gefunden. Das dritte Element in der Hinnertiers Traumwelt. Ich sollte nach weiteren Elementen suchen. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Okay, warte mal. Geduld fehlt uns noch. Das haben wir abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Okay, es bleibt jetzt nur noch das Geduldsding da. Wir müssen von diesem... Schnell speichern. So, okay. Ich muss erstmal verstehen, was das heißt. Ah, warte. Die deuten auf einen Weg hin, ne? So. Hier ist ja erstmal das kleine Ding. Okay, warte mal. Das ist erstmal 4x4. Spiegelverkehrt wahrscheinlich. Also 3 geradeaus. Eins zur Seite und dann wieder geradeaus. Vielleicht dann doch der hier. Okay, rätselhafte Notiz noch einmal. Oder ist wirklich das zweite von links? Also der hier? Den haben wir geschafft. Ich brauche die Fackel auch. Okay, das ist jetzt der hier. Oder? Das sind... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So, wir sind hier. Das heißt, aufs zweite Feld. Geradeaus. Dann nochmal zwei dahin. Nochmal zwei dahin. Eins, eins, zwei. Und dann sind wir durch. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, 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 zwei. Den haben wir auch geschafft. Ergibt doch irgendwie doch Sinn. So, das ist jetzt das letzte mit dem in der Mitte. Okay, das ist jetzt hier das untere. Zwei geradeaus. Dann eins, zwei, drei, vier. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Da schaue ich mehrmals drauf. Also, eins, zwei. Ja, doch, das war richtig. Eins, zwei, drei, vier. Wir befinden uns jetzt hier. Das ist jetzt so, so. So. Okay. Eins, zwei. Nochmal kurz kontrollieren. Wir sind gerade hier. Okay. Bis hierhin. Wir sind jetzt hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann eins runter. Und dann bis zum Rand. Und dann nach oben. Okay. So. Ich habe das Element des Zornes gefunden. Das letzte Element dieser bizarren Vermischung von Henantiers Träumen. Ich sollte alle vier Elemente zu Henantier bringen und versuchen, ihn damit aus seiner Lethargie zu reißen. Bitte helft mir, ich kann mich an nichts erinnern. Ich fühle mich, als ob ich für immer hier gefangen wäre. Und ich weiß noch nicht einmal, weshalb. Wegen der Traumwelt? Aber wie? Was ihr sagt, ist sicher wahr. Ich fühle mich so sonderbar. Was ihr gesagt habt, war die Wahrheit und kein Märchen. Ich bin ein Narr gewesen. Ich dachte nie, dass das Amulett so viel Macht über mich hätte. Ich wollte einen Weg finden, um meine Schwächen zu beherrschen. Doch stattdessen haben sie mich beherrscht. Ich weiß nicht, wie ihr es getan habt, aber vielen Dank. Jetzt müssen wir aufwachen und erneut unseren Platz in der wirklichen Welt einnehmen. Lebt wohl! Ich freue mich, euch in der wirklichen Welt zu sehen. Meinen unendlichen Dank, dass ihr mich aus diesem Albtraum befreit habt. Wie das hier aussieht. Worte sind wohl zu wenig, um zu zeigen, wie dankbar ich euch bin. Erlaubt mir, euch für eure Tapferkeit zu belohnen. Ich fürchte, dass ich kaum Goldstücke habe. Aber erlaubt mir, euch ein Geschenk zu geben, das euch auf euren Reisen von Nutzen sein könnte. Gebundene Axt hinzugefügt. Dankeschön. Traumweltamulett entfernt. Quest beendet, düster durch einen Albtraum. Gehabt euch wohl. Hallo, Schüler. Wieso bin ich wieder nackt? So, okay, hier habe ich wieder alles. Das will ich wieder. Schade, dass ich den Helm jetzt nicht behalten durfte. Durch die Rückkehr hin an Hinantiers ist nun wieder alles so, wie es sein sollte.
Das freut mich. Ich hoffe, wir treffen uns einmal wieder. Mit Sicherheit. Hallo, Schüler. So. Das heißt, nächstes Ziel wäre... hier, Bravil. Leavin, genau. Machen wir eine schnelle Reise dahin. Wie geht es euch heute? Noch geht's mir gut. Danke der Nachfrage. So, was hat die Magiergilde hier für Aufgaben für mich? Was ist deren Gebäude hier? Das da, glaube ich, oder? Ja, da haben wir es. Immer an so einem Glas erkennt man das. Kann das sein? Was ist? Die Trennlinie ist ein guter Laden, um eine scharfe Klinge zu Hallo, kaufen. Hallo, Schüler. Dort werdet ihr sicher auch ein paar Geschichten von Thun Ceus zu hören kriegen. Hallo. Ständig diese Geschichten über... Ihr sucht Weisheit bei mir, Kind? Ja. Ah, nein. Ihr sucht Worte. Worte sind schwierig. Sie kommen und gehen. Aber die Stimmen, sie sind so laut. Sie übertönen die Worte. Ohne mein Amulett, meinen Stein, der die Stimmen aussperrt, werden die Worte niemals kommen und bleiben. Würdet ihr eure Hände hergeben, jemandem zu helfen, um mir zu helfen, die Worte zu finden? Ja. Dann sucht Agatha, Kind. Sie wird den Weg sehen und ihn euch weisen. Ich muss mich ausruhen. Okay, Agatha? Sie ist vielleicht jung, aber ihr Herz ist alt und weise. Es führt sie gut durch diese unruhigen Zeiten. Okay, Lebt wohl, Kind. Seid gegrüßt, Gelehrter. Die Gildenhalle von Koroll musste mit einem unliebsamen Besucher fertig werden, der mit Tekeos ein Hühnchen zu rupfen hatte. Hallo, Zauberer. Ich hatte keine Ahnung. Es herrschen schlimme Zeiten. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Es gibt kaum Wo finde ich Agatha? Ich muss ein Amulett finden, damit Dagil für mich eine Empfehlung schreiben an die geheime Universität. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Ich bin nicht überrascht. Es heißt, dass Krimi-Scheinschmied... Ach, Agatha. Ja? Kann ich euch irgendwie helfen, Schüler? Ja, Stein des Seers. Ich bin überrascht, dass sie es mit euch besprochen hat. Sie wollte es vor dem Rest geheim halten. Ich sollte mit ihr darüber reden. Ja, ihr Stein des Seers ist fort. Das war das Einzige, was ihre Visionen im Zaum hielt. Ohne den Stein wird sie von ihnen fast verrückt gemacht. Sie kann nicht funktionieren. Wir haben noch nicht mit den anderen gesprochen, da wir fürchten, sie würden ihre Situation nicht so leicht verstehen. Vielleicht ist es aber an der Zeit. Ich werde mich weiterhin um Dagail kümmern. Könnt ihr mit den anderen Magiern sprechen und herausfinden, ob einer von ihnen den Stein gesehen hat? Ja, kann ich machen. Kein Problem. Hallo, Schüler. Im Namen der gesamten Stadt möchte ich mich bei euch dafür bedanken, dass ihr Rosentia von den kleinen Quälgeistern befreit habt. Kein Problem. Was wisst ihr über Dedra-Schreine? Ihr meint den Schrein von Nocturnal? Ja. Das ist nördlich von Leavin, östlich vom unteren Nieben. Okay, da war ich schon. Wegen des Steines Seers. Habt ihr den gesehen? Ich habe gehört, dass es für Dagail wichtig und nun verloren gegangen sei. Kaltar hat mir nicht mehr darüber erzählt. Okay, Kaltar müssen wir fragen. Kommt wieder. Morrowind war schon immer ein Kaltar? Was kann ich für euch tun, Ritter? Stein des Seers. Schau einer an. Es spricht sich also endlich herum, ja? Sie werden diese Fassade nicht viel länger aufrechterhalten können. Ja, ich weiß alles darüber. Ich habe Agatha und Dagail reden gehört. Und wisst ihr was? Ich bin froh, dass es weg ist. Warum sollten wir gezwungen sein, für jemanden zu arbeiten, der nur durch ein magisches Schmuckstück seinen Verstand behält? Haben wir nicht schon genug geopfert?
Sie sollte nicht mal mehr hier sein. Himmel, ihr Vater wurde überhaupt nur geduldet, weil er immer im Hintergrund blieb. Und seht, was es ihm gebracht hat. Alter, du bist ein Arschloch. Jahre im Dienst für das Kaiserreich und nicht mal einen Grabstein über seinem Kopf. Pah. Zumindest konnte er die Illusion geistiger Gesundheit aufrechterhalten. Ja, ich weiß, ich rege mich darüber immer zu sehr auf. Es ärgert mich einfach, dass sie mit der Leitung der Gilde betraut ist, wo sie ganz offensichtlich nicht dafür geeignet ist. Das ist alles. Ja, jetzt sag mir, wo der Stein ist. Was? Habe ich nicht bereits genug gesagt? Gebt es einfach auf. Wenn endlich jemand bemerkt, was hier los ist, ändert sich die Lage vielleicht. Kann man den aufschmeißen? Geselle. Agatha? Ja? Kann ich euch irgendwie helfen, Schüler? Ja, wegen des Steins des Sehers. Kaltar hat uns also gehört, ja? Das erklärt, warum er in letzter Zeit so merkwürdig war. Aber wir haben doch nie etwas über Dargails Vater gesagt. Wie kann er davon wissen? Wenn es eine Art Verbindung zwischen dem Stein des Seers und Dargails Vater gibt, so weiß ich nichts darüber. Vielleicht hilft es ihr Erinnerung auf die Sprünge, wenn ihr sie fragt. Inzwischen beobachte ich Kaltar. Okay. Seht euch vor. Dargail? Ja? Kann ich euch irgendwie helfen? Wiedersehen. Dargail? Ihr wollt noch mehr von mir, Kind? Es ist, wie ich es vorhersah. Ich weiß, wonach ihr fragen möchtet. Ihr möchtet Licht in die Dunkelheit bringen und Stille, wo jetzt laute Stimmen sind. Ich weiß, wohin ihr gehen müsst. Das Blut floss blau und Drachen in der Höhe. Unter gefallenen Türmen und erstillten Körpern liegt er nun und wartet darauf, gefunden zu werden. Was einst meinem Ahnen gehörte, muss jetzt mein sein, wenn ihr die Worte wollt, die ihr sucht. Ihr müsst gehen und diesen Stein finden. Okay, Kartenmarkierung haben wir jetzt. Wie weit muss ich los? Festung Blaublut. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, wie gefährlich wird es dort? Gegen wie viel dürfen wir da kämpfen? Und ich bin eigentlich richtig froh darüber, dass wir mittlerweile jetzt endlich verzauberte Sachen reparieren können. Wie verzaubert man hier Sachen? Seid gegrüßt, Nord. Seid gegrüßt. Natürlich. Hinten ist noch nur. Ne, warte mal, das ist hier das erste Oblivion-Tor, oder? Ja, nach Bravil ist das jetzt das erste Oblivion-Tor, okay. Wird aber auch Zeit, dass wir das hier mal einfinden. Will wir das aber jetzt nur erstmal markieren, damit wir das sehen können. Ja, ich stecke hier fest. Alter. Ich hoffe, der ist gleich weg. Aber immerhin, hier geben die nach einer Weile schon die Verfolgung auf. Morrowind, die haben einen überall hin verfolgt. Wenn man nicht
Also, wenn man außerhalb des Radius ist, dann bleibe ich halt irgendwie stehen. Ich habe Festung Blaublut erreicht. Das Grab von Dagaels Vater sollte sich im Innenbereich befinden. Festung Blaublut. Im Inneren. Wenn jemanden die Taschen aus... Ja, okay. Jetzt ist die Frage, wie gefährlich ist es hier drinne? Oh, ich sollte wohl besser weniger trinken. Ich sehe schon Gespenster. Wohl gar nichts. Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt. So. Hufschmiedehose, Zwergenbrusthandschuhe und Zwergenstiefel. Glaslangschwert. Wird von anderswo geöffnet. Okay, da komme ich nicht ran. Stirb. Nehmt das. Jetzt werdet ihr Schmerzen kennenlernen. Ach da, so. Ich wollte schon sagen, wo hau ich gegen? Vom Wert ist nichts da, wo ich Was ist? Seht euch vor. Wer ist da? Mehr könnt ihr also zwei. Nicht. Ich wollte schon sagen, was ist jetzt mit seinem Schwert? Orkbrustharnisch? Was ist das? Ein Zwergenclaymore. Silberlangschwert. Reparaturhammer nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas, das ich jetzt nicht sehe. Zwergenlangschwert. Vom Wert her nichts mehr, was wir noch mitnehmen wollen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Gewicht und zu Wert passt. Okay, gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Okay, jetzt gegen drei. Anwesenheit wird hier nicht geduldet. Okay, zwei Magier. Okay. So. Auch noch nichts vom Wert, was passt. Auch noch nichts. Okay, bis jetzt noch nichts gefunden.
So, da haben wir den nächsten. Hallo, wer ist da? Niemand. Okay, da hinten sind sie. Das kann ich noch mitnehmen. Ihr bewegt euch wie eine schwangere Kuh. Sterbt! Ich werde euch in Stücke hacken. So. Das können wir auch noch mitnehmen. Und verkaufen. Wir müssen die Sachen dringend auch mal verkaufen. Okay, gehen wir mal weiter. Autsch. Hallo? Wer ist da? Niemand. Ah, da kommt schon einer. Ah, ein Bogenschütze. Hallo, wer ist da? Warum hast du? Ich werde euch in Stücke. Ich finde super, dass die hier alles aus Ebenherz haben. Also viele von denen. Der hier zum Beispiel. Aber das kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen, oder? Das könnte ich noch. Ne, jetzt bin ich zu sehr überladen. Irgendwas, was ich wegtun kann. Das kann weg. Das kann weg. Das. Das. Jägermokassen. Ah, wir müssen noch mal hierher. Das war der Kriegsfürst von denen. Okay. Okay, hier unten gibt es jetzt nichts. Wir müssen definitiv noch einmal hier hin. Und dann alles abholen. Mit Schlüssel von ihrer Vorlaublut geöffnet. Toter Marodeur. Mist. Okay, das ist übel. Autsch. Landgroll. Und ich mach fast gar keinen Schaden. Alter. Warte, jetzt aber reparieren.
Dröbex oder Minotaur, okay. Und toter Marodeur. In wessen Grab suchen wir? Dank der Verneinung. Manduins Amulett? Ich habe das von Dagal benötigte Amulett gefunden. Ich sollte sofort zu ihr zurückbringen. Alter! Hört, lasst es einfach gut sein, ja? Ich kann euch dieses Amulett nicht überlassen. Ich brauche es. Und zwar jetzt. Was macht ihr hier? Was? Glaubt ihr, ich wüsste nicht, was ihr vorhabt? Ich wusste, dass ihr danach sucht. Ich wusste, dass ihr es finden würdet und musste euch aufhalten. Jetzt gebt es mir. Und weshalb wollt ihr das? Ich habe das andere genommen. Das hätte genug sein sollen. Ein solcher Aufwand sollte nicht erforderlich sein, nur um sie loszuwerden. Ich hätte es ja nicht auf ewig behalten. Ich hätte es zurückgegeben, sobald ich das bekommen hätte, was ich wollte. Das ist doch nicht so falsch, oder? Doch. Wenn sie mir geholfen hätte, durch eine Beförderung jenen Ort zu verlassen, und wenn sie zurückgetreten wäre, dann hätte sie es wiedererhalten. Warum musstet ihr dazwischen kommen? Warum versucht ihr alles zu zerstören? Ich habe Kaltar besiegt. Der Versuchshatter, da geil zu beeinflussen. Ich muss dir diese Information sofort überbringen. Ein wenig Anschlüsse ließ um Galerion der Mystische. Kaltars Schlüssel. Mit Kaltars Schlüssel geöffnet. Hat er mich hier einfach eingeschlossen oder was? Aber ein netter Versuch von ihm. So, und sobald wir die Sachen verkauft haben, gehen wir hier auf jeden Fall nochmal zurück. Und holen den Rest ab, was wir hier jetzt liegen gelassen hatten. Können wir da überhaupt irgendwie was machen? Das führt zu den Hallen. Komm, wir machen das per Schnellreise. Eine Münze für einen Versehrten. So, Trennlinie. Erstmal die Sachen verkaufen, die wir jetzt zu viel haben. Der göttliche Kreuzritter höchst selbst. Und was verschafft mir diese Ehre? Ich möchte handeln. Was darf ich euch anbieten? Was darf ich euch andrehen? So, ich würde das einmal verkaufen. So. Das hier auch nochmal. Das behalten wir. Komm, das kann er auch haben. Das ist ein gutes Angebot. Den Rest brauchen wir noch. Habt Dank. Auf Wiedersehen. Lebt wohl. Lebt wohl. So, jetzt einmal ganz schnell beeilen. Agatha wird sich freuen.
Bereich wird geladen. Agatha? Hallo? Nichts hat sich geändert, Kind. Die Stimmen schreien noch immer und ich kann nicht hören. Wenn sie weggeschlossen werden könnten, könnte unsere Arbeit beginnen. Hier. Habt ihr es gefunden? Habt ihr die betrügerischen Hände gebunden und genommen, was mein ist? Dann gebt mir den Stein, auf dass die Stimmen verstummen mögen. Ach, Kind, ich danke euch für eure Hilfe. Jetzt, da die Stimmen verstummt sind, kommen die Worte zu mir, die ihr sucht. Ihr sollt meine Empfehlung haben. Ich muss euch jedoch warnen. Ich habe Dinge in eurer Zukunft gesehen, Dinge, die vielleicht sein werden und Dinge, die sicher sein werden. Es wird an euch liegen, das Schicksal vieler zu bestimmen. Leben und Tod sind seltsame Dinge und beide werden durch eure Hand verändert. Okay, danke schön. Schönen Tag. So, aber wo ist jetzt Agatha? Strasser? Suche ich nicht. Suche Agatha. Agatha. Hallo, Schüler. Agatha? Ich sehe hier keine Agatha. Wo ist die Frau nur? Im Keller? Oder weiter oben? Agatha. Einen wunderschönen guten Tag. Achso, kann ich nicht. Okay. Schönen Tag. Dann in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach Anvil und Skingrad, um der Magiergilde offiziell endgültig beitreten zu können. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.